zahlen keine Euro mit, die dann schießen und kotzen und das alles für den Zweck. Und ihr könnt dann auch weiter natürlich mit euren Lieblingsdienst das mit oder nehmen einfach alle, ganz egal. Kommt einer nach dem anderen zur Fotoecke, neben dem Sporteingang und dann könnt ihr euch mit eurer Mannschaft fotografieren lassen. Das Foto könnt ihr wieder ausdrucken und das Bettchen in die Küche. Abschluss hier der Versuch. Jano Schneider, der Nationalspieler jetzt auf der Platte. Werder Bremen mit seinem Top-Torjäger angereist. Top-Torjäger der Liga, der Regionalliga, kann man sagen. 13 Tore hat er gemacht. Mert Artis ist hier. Spieler mit der Nummer 11. Aber auch der zweitbeste Torschütze, Malik Memisevic, ist hier. Er hat 7 Tore gemacht. Jetzt die große Möglichkeit zum Ausgleich. Das war nämlich Malik Memisic. Der Stürmer der Veteraner. Jetzt herausgeführt in den Pfosten. Das war viel Pech für Niklas Nant. Ganz dicke Möglichkeit für Bremen, die besser werden, die stärker werden. Und drauf und dran sind sich den Ausgleich zu verdienen. Wunderbarer Abschluss jetzt, Memisic. Freistoß Bremen. Niklas Nant. Also Werner dreht jetzt auf. Kommt besser in die Partie und bringt auf den Ausgleich. Freistoß jetzt für Werder, nächste Möglichkeit zum Ausgleich. Abschluss dann von Malik Memisevic. Der Bande unterbunden. Es gibt Freistoß, ja, für Bremen. Muss nicht anhalten, 7 Minuten. Noch auf der Uhr, jetzt Hertha BSC Berlin. Deren Trainer Oliver Reis ist vor 5 Tagen 34 Jahre alt geworden. Wird unterstützt von Sofian Schahid. Der Name dürfte noch ein Begriff sein. Ehemaliger Profi für Hertha und Hannover in der Bundesliga aktiv gewesen. Immerhin 4 Länderspiele für Tunesien gemacht. Der auch hier heute in der Halle. Ex-Profi hier dabei. Werner bei Werder Bremen ist ein Afrika Cup Stammgast Frank Bender, 48 Jahre. Der gehört hier schon so ein wenig gefühlt zum Inventar, weil man den ja, meint schon so lange zu kennen. Ist am 01.01.2014 im Amt bei der U16. War vorher 11 Jahre Co-Trainer der U23. Das zeichnet ja auch Werder Bremen aus. Diese Kontinuität einfach, selbst im Nachwuchsbereich auf den Positionen. Wir erinnern uns an Mirko Votava, U19, seit Jahren dort aktiv. Wir bei vielen Vereinen immer wieder Veränderungen feststellen, kaum die gleichen Trainer. So ja, ist das bei Bremen einfach sehr verlässlich. Und man setzt auf seinen Nachwuchstrainer, Viktor Skripnik, aus der U23 zum Cheftrainer befördert, genauso wie jetzt Alexander Nuri, der amtierende Chefcoach von Werder Bremen. Das war schön gemacht. Und das ist das 2-0. Und es ist wieder Jonas Michelbrink. Also, der hat wenig Lust auf Zusammenspielen. Der geht einfach durch und schießt die Bälle ins Netz. Fußball kann so einfach sein.
Und das beweist uns Jonas Michelbrink hier auf der Position. Das ist der Anschlusstreffer für Werder Bremen. Ich glaube, da war zuletzt Mert Artis am Ball. Der Top-Torjäger der Bremer. Jetzt wieder Berlin. Also auch das Spiel nimmt jetzt richtig Fahrt auf hier, was die Tore angeht. Überzahl jetzt. 3 gegen 2, er macht selber. Jetzt sicherlich die Möglichkeit, ein Stück weiter zu gehen und entweder zu spielen und dann oder dann abzuschließen. Sagt sich natürlich leicht hier aus meinem gemütlichen Sessel. Vier Sekunden rum, keine Entscheidung getroffen. Freistoßbremen. Der Anschluss der Partie ist dann das erste Highlight in Sachen Entertainment. Die Dunkin' Devils kommen. Wir haben vor Jahren schon mal in der Kreisspielhalle und haben hier richtig für Ekstase gesorgt. 2012 war es. Und ja, beeindruckende Bilder. Basketball-Akrobaten mit Trampolin. Und sensationelle Stunts und wir alle freuen uns auf, sind heute und morgen zu Gast in der Halle, sorgen wieder für ein tolles Entertainment-Programm. Die Slowenen. Das ist der Ausgleich und es ist wieder Mert Artis. 13 Tore, der erfolgreichste Torschütze der Bremer. Auch hier jetzt mit dem Doppelpack. Erfolgreich, 2 Minuten vor dem Ende, stellt Werder das Ding auf 2-2. Fühlt sich nach einem gerechten Ergebnis an jetzt, dieses Unentschieden. Aber Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass irgendwer noch einen Pfeil im Köcher hat hier. Und noch einen raushaut. Spielminute läuft. Und das war eine gute Möglichkeit. War das Außennetz? Hier werden wir in die letzten 60 Sekunden gehen. Enger Spielstand. Also gibt es noch hier 3 Punkte für eine von beiden Mannschaften oder die gerechte Punkteteilung? Thank you.
Sekunden auf der Uhr. Ein strukturierter Angriff. War jetzt in dieser Phase noch nicht drin. Aber vielleicht kommt die Berliner nochmal. Oh, verliert den Ball. Jetzt die große Möglichkeit. Ball vorbeigeschoben und der Treffer. 12 Sekunden vor Ende. 3-2 Werder Bremen. Gut nachgegangen, gut aufgepasst. Und dann ist es Massimo Klüver, der hier die Bremer in Front bringt und kurz vor Schluss auch noch für 3 Punkte sorgt. Oder schafft Berlin noch, den lassen wir den Ausgleich. Schussversuch, nicht festgehalten, aber dann im Nachfassen. Die Möglichkeit. Und das Spiel ist aus. Werder Bremen gewinnt seine Auftaktpartie mit 3-2 gegen Berlin. Viel Spaß jetzt mit den Dunkin' Devils. Wir melden uns gleich mit dem nächsten Spiel zurück. Ciao. Wie ist denn so die Lage hier bei euch? Seid ihr zufrieden bisher? Tolles Spiel, wir haben hier bisher gesehen, noch mit 1-0 zu 0 und noch mit 1-0 erzielen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden und ich wette mit euch, gleich kommt ihr ins Staunen. Vor 5 Jahren, im Jahr 2012, da waren sie das erste Mal hier. Die Dunkin' Devils. Mit ihren Slam Dunks haben sie mal direkt den Korb geschrottet, aber das war